Ist ja eh nur die Knife. Ganz ruhig. So. Also hat er die Chance zum Switchen. Oder zum Stayen. Jetzt anscheinend besprochen. Jetzt tatsächlich Terror an. Bisher glaube ich immer CT angefangen auf das 2. Ja, ich habe echt gesagt, ich vergesse es immer. Weil ich da nicht unbedingt immer direkt den Blick drauf habe. Manchmal merke ich es selbst, aber solange ihr mich immer direkt darauf hinweist, das da wieder wegzumachen, dann ist alles okay. So, live in der Pistol. Internet gegen MTF. Die hier am B-Stacken und einen kleinen Boost spielen. Boah, da war er aber schon lang gefallen und der Boost ist jetzt halt total useless. Weil sie ja schon komplett auf lang drauf sind. Was hat Stefan da bitte gegeben? An lang. So, ah, wie gesagt, eingenommen. So liegt damit auch mit oben. Eine sehr gute Posi. Kommt keiner lang. Ich weiß nicht, ob er da die Steps hört, wenn da einer kurz käme. Scheint nichts gehört zu. Nee. Wartet jetzt auf die Ansage. Bist mit total bekloppten Move eigentlich und es wird sogar belohnt. Und so liegt jetzt von hinten. Das können sie eigentlich nicht mehr abgeben. Schönes Aim. Überragend. Macht sogar den zweiten. Sehr schöne Pistole von Alternate. MTF hat sich da ein bisschen verspekuliert. Allerdings verstehe ich auch hier nicht. Ach Mist, jetzt ist die Leiche schon wieder weg. Wo der Langspieler gestorben ist, wenn er hier hinten war, irgendwie allein dumm vorgeht, dann hat er es eigentlich nur verdient. Wenn seine Mates basteln da irgendwie einen Turm, einen Tower, spekulieren am B, da hat er eine lange hinten überhaupt nichts zu suchen. Wenn er an der Kante Headshot bekommen hat, okay. Das würde ich noch irgendwie einsehen. Farbe nehmen. Ne, das hat nichts mit der Farbe zu tun. Das ist ja auch nicht so. Das ist ja auch nicht so schlimm. Gute Ehe von Alternate bisher. Geben sich hier selbst ein kleines Handicap. Sammeln sie sich jetzt doch noch alle lang. Das ist ganz gut auf jeden Fall. Ah, MTF macht doch guten Move, nehmen die Mitte ein. Und Stefan kann auf jeden Fall auch gleich schon ansagen, dass sie auf dem A drauf sind. Gute Smoke in die Base. Und lang deckt einer ab. MNL, sehr wichtig. Drei Leute dort. Den ersten machen. Schön von MTF, aber auch lang gegangen, um dort die Waffe zu picken. Sehr smarter Move. Aber MNL macht es lang gut. Ah. Verliert das Duell leider. Schön auch direkt umgebaut da mit Felix, dass es dort runter geht. Somit können sie ihn bald gleich gemeinsam einfach über Linie abzielen. Keine Ahnung, was da ist. Und Felix kommt rum. Gibt dem Headshot. Kassiert zwar noch dick, aber ist egal. Arsenet holt hier die Anti-Eco. Die allerdings ganz gut war für den MTF. So, am Dienstag übrigens der letzte Spieltag. Und morgen gibt es auch EPS-Matches. Da werde ich auch casten. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf, welche Spiele. Auch wieder Nachholmatches und wie gesagt dann am Mittwoch, Dienstag die letzten Spiele vom letzten Spieltag. Alle finden glaube ich auch gleichzeitig statt, deswegen werde ich da auch mit zum Mikrofon greifen. Welches Spiel ich da mache, muss ich mir noch überlegen, aber auch denke ich mal abwarten,
in welchem da, in welchem, in welchem Spiel es noch um was gehen würde. Also es entscheidet sich dann wahrscheinlich erst morgen. So, diesmal die Anti-Eco über Mitte. Oh, sehr schön. Was macht Kalippo auch schon angesagt. Die Antigeko läuft bisher schon mal wesentlich besser. Oh, alter Effekt, die ist echt ganz gut. So, jetzt also auch die Anti-Ecos über die Bühne gebracht. Auf geht's in die Equipped Round. Alle bei NTF mit M4. Ein bisschen mit Aave. Standardaufbau bei Artenet. Rack sehr schnell, cut das runter. Geschickt. Oh, schön, da eine City Base. Die sieht richtig viel Hit. Sehr schön die Mitte geblockt bisher. Oh, der B-Spieler ist da auch mit drüber geschoben. Oh, den Set der Bego war vielleicht ein kleiner Fehler. Wirkt gerade ein bisschen koordiniert da von MTF. Kann es aber mit letztendlich aufhalten. Bombe ist noch nicht gelegt. Sehr schöner Schuss von Crystal. Oh, Alter. Aber was laufen sie denn dann da so rein? Die Bombe ist dann nicht mehr gelegt. Da müssen sie dann nicht mal irgendwie ansatzweise oben am Loch stehen. Na, wir haben Abdecken, Gegenflächen. Oh, Crystal legt doch einfach durch. Du bist doch gedeckt. Wieder abgebrochen. Jetzt kommt der Go. Hätte man vielleicht auch ein bisschen eher spielen sollen, während die Bombe gelegt wird. Boah, schön gerettet. Was wird hier gechattet? Mal eben meine Pose nehmen. Hast vielleicht die Demos geschaut? Achso, die auf der Kiste wahrscheinlich. Wo man übrigens auch selber hochkommt. Eco also für MTF. Diesmal der gewohnte Weg überlang. Leere. Ah, das weiß jetzt auch schon, dass da zwei lang sind. Sehr gut. Und jetzt gehen wieder mit raus. Ah, bei 50 Sekunden auch noch gute Zeit gewählt, in der man auch noch die Chance hätte, woanders hinzugehen. Ist aber nicht nötig. Solekrak finde ich nach den letzten beiden 5-0 Artenet. Wirkt doch bisher ein sehr leichtes Spiel für sie. Mal schauen, was sie jetzt in der Equipped spielen. Sieht nur Standard aus. Diesmal auch nicht die Mitte schnell geblockt oder sowas. Artenet sehr, sehr, sehr schnell kurz. Gute Gegenflashes. So, ich hab null gesehen. Oh, Rack macht leider lang auch nur ein. Kurz warten sie gerade. Oh, die Nades hast du überhaupt nicht. Sie schieben direkt B.
Eigentlich gar nicht so schlecht, aber Felix ist halt meilenweit davon entfernt, irgendwie ansatzweise am B mitzuhelfen, helfen zu können. Oh, schöner Move, aber Calippo hat natürlich den Vorteil. Und Felix kommt noch über Mitte. Er erwartet dementsprechend auch. Aber der zielt nicht mal, ne? Der wird nur vor B. Wahrscheinlich am Schlitz. Als Base auch geschoben. Der B-Spieler ist tot. Felix den macht. Schöner Headshot. Base gesehen. Müsste eigentlich beide bekannt sein. Oh, hat noch einen Mate. Hat sogar noch Doppelflash. Boah, schön den ersten macht er. 21 Sekunden noch. Zeit läuft ihm davon. So langsam muss er mal wirklich legen. Jetzt entscheidet er sich doch einfach weg zu gehen und veraimt. Da hat er wirklich gerade gemerkt, ui, die Zeit läuft mir davon. Also entweder sofort legen oder irgendwie besser da rauspushen. Da hatte ich meine Habesha legen ist jetzt nicht so die schlechteste Wahl. Erste Runde für MTF. Allerdings nur mit einer Person überlebt. Soll heißen, sollte MTF die Runde verlieren, würde das direkt die Eco bedeuten. Diese ganzen Bangs. Diesmal blocken sie die Mitte wieder gemeinsam. Lang auch. Kurz ist komplett offen. Oh, lang die Einnahme deckt er normalerweise ab. Das ist richtig blind. Boah, kann noch einen machen. Sehr gut. Drop von Felix. Schön, dass er da nicht einfach nochmal dumm durch die Smoke pusht. Und jetzt gegen lang. Sehr gute Flashes von MTF. So, kurz wird auch schon offensiv geblockt von MNL. Sogar gemeinsam hin und setzen die Frags sehr gut, wie man hier den Spot verteidigt. Okay, die letzter gegen 3. Könnte ich auch einfach mit dem Messer reinlaufen, wenn da schon einer vorne steht. 6:1. Ach, das ist mir gerade ein bisschen zu easy für Attex. Schön kommuniziert, dass dann Flash kommt. T's drehen sich weg. Devin Calippo. Was haben wir gemacht? 90-20-10. Nee. Das ist nicht Beverly Hills. Aber es ist nur noch 2/10. /10 haben wir die ganzen TCM-Leute immer hinten gehabt. Klü und Staffros und so. Tja, 7:1. Sogar noch eine Eco für MTF. Läuft wirklich gerade überhaupt nicht gut. Vielleicht nächste Runde mal der Versuch mit einer Gegen-AWP. Vielleicht auch mal ein Cutters-Push. Irgend sowas Offensives, vielleicht mal kurz gemeinsam blocken, Cutters pushen. Irgendwie sowas würde ich denen empfehlen. Oder halt wirklich versuchen mit einer AWP versuchen, irgendwo einen First wegzubekommen. Noch ganz gerne mal komplett reinschauen. Warte, das habe ich schon noch B drauf. Allerdings kommt es jetzt. Er ist da, zu dritt. So,
Augenblick. Wichtig, dass er Cutters hält. Boah, und jetzt wird's interessant. Mann, Elfer schießt auch. Macht jetzt einen Kistel, ist da schön rausgepusht und dabei mal sterben alle MTFler. 8-1, aber es war auch eine Eco. So, was geht jetzt ab? Aber ja, nein. Push, ja, nein. Okay, wie mit Arme. Okay, also hier der Weg über die Lanze. Ja, Barton, danach. Faculty gegen, Wasp. Auch riskant, dass er einer schießt. Könnte man auch mal als so kleine Falle aufbauen. Dass dann Terror einfach mit AK schießt durchs Tor. Und die AWP dann lockt. Und der Welt zieht aber noch eine T-AWP ab. Was für eine Organisation? Fearless Chili? Aha. Kenne ich nicht. Aber nette Infos, Butch. Butch. Butcher, Butcher, Butcher. So, warte, jetzt setzt mal wieder zum Wesen mit an. Boah, schöne Frags von Calipo. Und der von GB sieht jetzt wieder was. Setzt Damage. Boah, gute. Boah, wie blind der ist. Aber einer ist mit dem B-Tor drin. Calipo schön ins Zug weggepusht. Nice Runde von ihm. Ist gar eine Ace-Chance. Einmal noch da. Schön. Und noch Manuel. Boah. Schön noch Gross. Frick. Aber gegen drei. Kevin hat auch hinten dicht. Solltest du dich jetzt einfach nicht zeigen. Einfach auf die Ansage warten von den Mates. Unnötig, dass er danach stirbt. Da geht auch seine Arme safen. Geld haben die Attacks auf jeden Fall. Was ist das denn für ein Behindy-Move, den Namen von anderen Leuten anzunehmen? Wahnsinn. Naja, kannst du selber wissen. So, endlich blockt man hier auch kurz. Mitte auch relativ aggressiv. Boah, sehr geil. Kevin da durchaimt. So, hat sich Kay wieder schon wieder gezeigt. Ja, Reichert. Aber selbst das ist ja eigentlich dumm. Ja, was heißt dumm, aber überholt vielleicht. Tja, mal wieder eine Runde für Attics. Viele werden bei MTF hier auch nicht mehr rumkommen. Mit Glück vielleicht noch 4. Jetzt eine Eco, dann schon 10 für Attics. Der B, also man variiert hier auch ganz gut. Entweder mal lang direkt, mal kurz schnell Mitte raus. Oder B. Also ziemlich random vielleicht alles. Coole Nades auch, wie sie sich da noch kreuzen. Na trotzdem, die Anti-Ecos von Alternate sehen meist nicht so solide aus. Das sind ja schon wieder ganz gute Shots. Boah, Devin! Devin! Aber es ist nur noch Rack und der wird von oben gekillt. Boah, er kriegt zum Glück keinen Headshot. Uiuiui. Er weiß, wo beide sind. Hat noch 50 Sekunden, könnte eigentlich mal einen Gang runterschalten. Oh, brauche aber nicht. Devin. Keine Ahnung, was er da macht. Die Bombe ist wahrscheinlich Cutters oder so. Schlechte Pose von ihm genommen. Ganz ehrlich. Stefan kommt immer an der Arbe. Schießt, kriegt Hits.
Oh, die Nate, die könnte ihn töten. Zum Glück sind unsere AWP, HKs. Ja, gut, einfach mal warten, bis die Nate vor den Füßen explodiert. Und ragt sogar noch einen Headshot. Wäre die Nate fast sogar nicht nötig gewesen. 10 zu 2, Rack rettet hier diese Anti-Eco. So, wieder Medium-Geld bei MTF. Aber sie brauchen eigentlich die Runden. Zumal sie nächste Runde... Eigentlich müssten die kaufen, zumal die nächste Runde fast genauso viel hätten. Ah, vielleicht wollen sie wieder auf Awe gehen oder so. Wer weiß. Da schon wieder ausgemufft, bitte. Ja, gute Überfahrung mittlerweile. Reginax, dann frag einfach mal bei dem Provider nach. Oder check überhaupt erstmal deinen Router. Ob da irgendwelche Fehler auftreten, irgendwelche Störungen, irgendwelche CF-Fehler oder was es da alles gibt. Und dort mal ein bisschen rumstöbern, ob da vielleicht irgendwas auftritt. Vielleicht ist auch die Verbindungsgeschwindigkeit irgendwie niedrig, schwankt stark oder irgend sowas. Darüber mal gucken. Und zur Not, wenn die Firmware extrem alt ist, vielleicht auch mal einfach ein Firmware-Update machen. Vielleicht hilft das und verbessert irgendwie die Verbindung oder sonst was. Jetzt schon hier relativ am Daddeln, so wirklich. Die Ghost spielen sie hier nicht mehr. Die spielen halt nur immer irgendwas und versuchen dann die Runden mit ihrem Skill zu klären oder mit ihrem Teamplay. Ähnliche Situation wie eben. 2-on-1, diesmal allerdings Felix der Glückliche. Mit Gold von KV, easy shot. Dritte Runde für MTF. Das war, glaube ich, wieder eine Eco sogar. Oder war das die? Ach, keine Ahnung. Doppelarbe. Boah. Beide geben sich Hit. Beide sind so 19 runter. So viel Raum. Wir können jetzt hier alles Mögliche besprechen. Bitte ein bisschen abflächen. Dann letztendlich doch über kurz gehen. Rack schiebt sogar auch mit. Felix droppt vielleicht. Jo, droppt mit der Flash. Oh, schön geholt von Kevin. Refrag sitzt. Ein langen KV an der Bushalte am Markelov. Oh, ist allerdings kein Markelov. Verschießt. Muss über den Retake. Wo ist Rack denn bitte? Der CT-Base. Boah. Dicker Spray. Tja, und da wird es wahrscheinlich nur bei zwei Runden bleiben. Zumindest sieht es da mal raus. Na komm, dann mach den Sack dicht. Zack, ist vorbei. 12 zu 3 die Hälfte. Easy Spiel für Alternate. Gute Hälfte. Oh, ich denke mal, die Pistol. Wenn die an Altex geht, dann wird sie bei den Runden auch 3 Runden noch bleiben. Die sind halt gut am Chatten.
sie die. Ja, das gespielt, die Virtus-Runde oder so. Oder Nip-Runde, das glaube ich. Exist. Ich renne sich in der Mitte kurz an. Der Rest geht weg. Das macht Damage. Boah, Raktus Tor. Boah, passiert Nate. Ungünstige Posi. Alternate. Sogar zu zweit über T-Bays. Alter. Müssen wir auch erstmal machen. Ja, und beiden machen es komplett richtig, warten auf ihre Mates. Und Cut das deckt nichts und das wird ihm zu Verhängnis, auch wenn der Mitte einer deckt. Ich kann nämlich jetzt schon Cut das kommen. Boah, Flex sitzt schon zu. Cut das wichtige Fragmentament ersetzt ihn. Kevin muss da jetzt sterben, das muss Alternate machen. Boah, oh. Krasser Shot von MNL. Kit hat er auch. Die Frage ist, ob es noch reicht. Müsste reichen. Ja, auch wenn es knapp wird. Krasse Shots von MNL. Kleiner Fehler von MTF, da wirklich den Spieler kurz abzustellen, anstatt den einfach Cut das decken zu lassen. Da hätte man TBS auf jeden Fall schon viel eher gehört, beziehungsweise ansagen können. Und da noch vorher einen machen können. Auch wenn es vielleicht am Ende ein bisschen Lack war, der Schuss von MNL, aber. Tja. 2-1-1. Ist vielleicht auch der Low-HP-Spieler eher drauf, aber das sind halt so. Minisekunden. Sowas kommunizieren müsste. Ein sehr komischer Go. Counter-Terrorists win. 14-3. Bomben gelegt, von daher könnte man jetzt auch kaufen, was man natürlich auch muss. Denn man hat hier ein ganzes Stück sich wieder ranzukämpfen. Vielleicht kann mir auch mal jemand kurz den Spielstand durchgeben bei Maus. Wie es dort steht. Und genau das meine ich. So einer Mitte am Tor, einer kurz auf. Und lang wird trotzdem geblockt. Crystal Liner B. Mit dem 4. Spielt dann nur auf Timing of Sound. Darf natürlich auch keine RWP dabei sein. Maus spielt gar nicht, okay. So gar nicht oder nur das Spiel nicht? Oh, was ist das denn für eine lustige Flash von Rack? Ist das auch sowas, was man in Night 6 natürlich nicht kennt? Noch hier in Go, aber ganz gut funktioniert. So Fläche ist mit dem Boden. Dass sie dann so lustig hochprallen. Ah, stimmt, es ist erst um 21 Uhr. Berühmteste Flash vielleicht da vor B. Hier da in dieser Welle. Er strahlt da rein. Oh, der andere hat sogar Solek mit angeboostet vorher. Draw sicher. Kein Geld bei MTF. Shotgun bei KV. Ist, glaube ich, sogar die Auto-Shotgun. Wenn er damit was umzieht. Ah, Fnatic. 2-2 steht zuerst. What the fuck? Einer. Nein, ich wollte Kavi bleiben. Aber er macht eh keinen. MTF wird hier mal nach Strich und Faden deklassiert. Liefen auch instant alle. Also, sie haben wirklich keine Sonne gesehen. Alternate einfach zu stark. 16-13, somit der Sieg für die Jungs aus Linden. Und müssen somit auch in der Tabelle aufschließen. Ja, sind jetzt schon punktgleich mit Maus, haben allerdings noch zwei Spiele. Werden Maus da auf jeden Fall auch überholen, solange sie dann nicht irgendwie eine Niederlage einfangen.